Was geht ab, meine Freunde? Willkommen zu diesem neuen Video. Ich hoffe wie immer, euch geht's gut da draußen. Und zwar hat mich ein Zuschauer auf Instagram gefragt, ob ich denn nicht mal ein Video machen kann, wie ich denn meinen neuen Mix oder generell einen Mix schneide. Und da dachte ich mir so, hey, das ist eine geile Idee, daraus kann ich doch gleich ein Video drüber machen. Und deswegen geht's heute darum, ich zeige euch mal für die Leute, die es interessiert, wie ich einen Mix schneide. Und dafür gehe ich jetzt wieder an mein MacBook, zeige euch das Ganze mal, weil da gibt es ein paar Tricks, die kennen viele noch nicht, beziehungsweise es gibt Unterschiede wie ein Live-Mix oder einfach nur ein Mix, wo ich ein Bild drüber lege. Und das zeige ich euch jetzt. Viel Spaß und let's go! So Leute, ich bin jetzt am PC, beziehungsweise an meinem MacBook und zeige euch mal, wie ich denn einen Mix schneide, beziehungsweise meinen neuen Mix, der am Mittwoch auf meinem anderen Kanal online kommt. Und dazu öffne ich ganz normal mein Schnittprogramm Final Cut Pro. Ist egal, wie ihr das schneidet, ich zeige euch das heute mal ja mit Final Cut Pro, weil es einfach schon beim Mac ja mit dabei ist, beziehungsweise ich habe es mir gekauft. Und genau, also so sieht das Ganze aus. Ich habe hier den Mix vorhin aufgenommen, habe den schon mal hier in die Line hier unten reingezogen. Ihr seht schon hier unten, fehlt ein Stück durch die Aufnahme, deswegen muss ich erstmal raushören, wo der Mix genau anfängt. Bevor ich aber den Mix jetzt hier kürze oder cutte, suche ich mir erstmal ein passendes Bild. Weil dieses Mal habe ich keinen Live-Mix gemacht, sondern wieder einen Mix, wo ich einfach nur ein Bild drüber lege. Und dafür zeige ich euch mal, oder dafür gibt es eine richtig geile Seite im Internet, und zwar nennt sich die Alpha Wallpaper CC. Ich verlinke euch die mal unten in der Videobeschreibung, weil die haben so geile Bilder und man hat so viel Auswahl. Das heißt, hier gibt es 10.000 verschiedene ja, Bilder von jeder Art. Also ich habe das Programm schon geöffnet, ihr geht es ganz normal oder so sieht es bei euch dann aus. Hier zeigt es euch an, die neuesten Bilder sozusagen, und dann könnt ihr einfach hier oben ein paar Sachen auswählen, wie zum Beispiel Latest, also die letzten Bilder, die auf der Seite hochgeladen worden sind, Top Lists oder Random. Ich gehe meistens immer auf Top List, weil einfach Top List so, ja, die Bilder, wo am meisten bewertet worden sind, man sieht es hier unten auch schon hier, 112 Likes bzw. Sternchen, also man bewertet die Bilder hier in dem auf der Seite mit Sternchen, das hat zum Beispiel 150, und da sind eigentlich ziemlich geile Bilder drin, von Comic-Style bis hin zu Natur und Frauen und schieße mich tot, also da gibt es etliche verschiedene Bilder. Und ihr müsst so denken, wenn ihr auch jetzt anfangen wollt oder auch einen DJ oder einen Mix hochladen wollt, dann ist es halt einfach so, wenn eine Frau abgebildet ist, habt ihr ungefähr ja, 50% mehr Klicks. Der Grund ist einfach daher, weil Frauen einfach attraktiv sind und jeder klickt da drauf. Das heißt, wenn ihr mal im Internet bzw. auf YouTube ein bisschen rumschaut und mal irgendeinen Mix eingibt, zu 99% als Hintergrundbild, wenn es kein Live-Mix ist, sind es Frauen mit großen Brüsten. Das dazu. Also wie gesagt, ich habe jetzt hier die Seite bzw. hier hat man die verschiedene Auswahl von Bildern. Das war zum Beispiel mein letztes Bild, beziehungsweise vorletztes Bild, fand ich ziemlich geil. Ich habe jetzt schon mal ein paar ausgesucht, davon werde ich eins nehmen, und zwar habe ich hier einmal eine Frau, das sieht eigentlich ziemlich fett aus, aber das werde ich wahrscheinlich auch nicht nehmen, weil es so Richtung Sport geht, und bei Sport passt jetzt mein Mix nicht so, beziehungsweise müsste ich den so, ja, Gym-Mix oder also Fitness-Mix oder sowas nennen. Und das ist der Mix nicht, weil der geht nicht so lange. Deswegen werde ich das Bild nicht nehmen. Dann habe ich mir hier noch eine Frau ausgesucht mit einem schönen Rücken. Und ja, ist mir aber zu wenig Detail. Man sieht sie nicht von vorne. Deswegen habe ich noch einen anders gesucht. Gut, das ist auch nicht schlecht, weil hier im Hintergrund ein bisschen unscharf ist. Und im Vordergrund ist sie scharf. Und das sieht eigentlich ziemlich geil immer aus. Aber ich entscheide mich dieses Mal für dieses Foto. Das sieht richtig geil aus. Schöner Oldtimer im Hintergrund, so ein Ami-Schlitten. Vorne die Frau. Und genau, also ihr wählt einfach das Bild aus. Das heißt zum Beispiel, ich nehme jetzt das da, klickt drauf, dann öffnet sich hier ein neues Fenster. Das will ich ja nicht nehmen, das heißt, ich habe jetzt das hier. Und dann geht ihr einfach hier auf Crop and Scale, drückt ihr drauf. Die Bilder sind auch so, wie ich mitbekommen habe, alle frei verfügbar. Das heißt, ihr braucht es nicht irgendwie Bedenken haben, dass ihr deswegen gesperrt werdet oder irgendwelche Nachrichten bekommt vom Fotografen oder sowas. Also bis jetzt war es bei mir noch nicht so. Genau, also ihr geht einfach auf Crop and Scale, dann wählt ihr eure
ja, euer Maß aus von dem Bild, was ihr haben wollt. Und ich nehme immer 1920 mal 1080, weil es einfach die Größe ist, die perfekt ist oder generell die, ja, perfekt zum Mix ist. Glaube ich, die einfach perfekt ist. Deswegen habe ich mir jetzt die ausgewählt. Gehe hier einfach schnell fix auf Downloads. Dann finde ich hier dieses Bild. Ziehe mir das einfach oben in eine zweite Timeline, glaube ich, nennt man das. Und ziehe mir das einfach schon mal länger. Hier zeige ich euch schon mal, wie lang der Mix ungefähr schon geht. Also der wird wieder, ja, 15 Minuten gehen. Ist jetzt diesmal nicht so lang. Ist jetzt auch nicht so wichtig. Deswegen muss ich jetzt erstmal reinhören, beziehungsweise cutte ich den meistens. Man kann hier dann so reinzoomen noch ein bisschen. Und dann sieht man hier schon ein paar Wave-Ausschläge. Und das heißt, hier fängt der Song an. Ich sage jetzt mal, ich nehme das ab hier. Drück M für Markierung, also diesen M-Marker. Das heißt, ab hier wird der markiert. Wenn ich hier die Timeline entlang gehe, rutscht er automatisch hier hin, weil er fest verankert ist sozusagen. Dann drücke ich die Taste B. Dann kommt das Schneidewerkzeug. Drück einmal hier drauf. Habe ich das gecuttet, drück wieder auf A, meine Auswahl oder mein Auswahlwerkzeug, klick das vordere an und lösche es. So, jetzt hat es das Bild natürlich auch gelöscht, das heißt, ich muss das Bild nochmal nehmen, hier reinziehen, verkleinere das mit dem Trackpad wieder, ziehe das an meine gewünschte Stelle. So, jetzt habt ihr nämlich schon das Bild, das heißt, ja, die größte Arbeit ist eigentlich schon getan. Es ist nicht viel dahinter, natürlich bei einem Live-Mix filme ich auch oft mit einer GoPro, das heißt, ich muss zwei Aufnahmen übereinander legen. Das heißt, hier zum Beispiel die erste Aufnahme mit der Kamera hier und oben drüber die zweite Aufnahme von der GoPro. Und dann werde ich das ja einfach so cutten, dass ich immer zum Beat die Perspektive wechsle. Aber wie gesagt, heute geht es einfach nur mit so einem Foto. Deswegen, ich habe mir das jetzt reingezogen. Es ist an der Länge angepasst. Ihr seht schon dieses 1000, was waren das, 1920 mal 1080 ist halt einfach schon die perfekte Größe. Ihr könnt es auch hier nochmal sehen. Und dann gibt es noch ein kleines Tool, beziehungsweise in Final Cut geht es hier einfach hier auf Generatoren. Switcht einfach ein bisschen nach unten. Hier gibt es die ganzen, ja, Zusatzsachen, die man nicht so oder die ich jetzt nicht oft benötige. Und dann gibt es hier Verwehen, das heißt solche Blasen. Ich nehme das, ziehe es mir einfach über das Bild. Macht es auch an die entsprechende Länge und dann seht ihr schon, hier fliegen Blubberblasen rum. Finde ich geil, aber ihr könnt dann auch noch hier einstellen, das heißt, ihr drückt einmal hier drauf, dass es gelb markiert ist, geht es hier oben rechts dann einfach auf die 2 und dann gibt es hier noch ein paar Einstellungsmöglichkeiten. Genau, dann mache ich meistens noch hier oben, wenn ich drauf gehe auf Aufbau, gibt es die Schrift bzw. den Effekt eigene. Das heißt, es wird nichts eingefädelt oder so, sondern die ist einfach, ja, standardmäßig eingeblendet, ohne irgendwelchen Effekt. Dann nehme ich das, jetzt muss es kurz laden. Und jetzt könnt ihr hier schon leicht sehen, Moment, ich kann es mal an die Seite schieben, hier steht Titel. So, ihr könnt es jetzt ganz einfach, müsst ihr wieder das auswählen, dass es gelb umrandet ist und hier oben seht ihr dann Text. So, ich nehme natürlich meinen Künstlernamen oder meinen Namen, DJ Dominguez. So, jetzt gefällt mir die Schrift überhaupt nicht, das passt einfach nicht zum Bild. Dann könnt ihr einfach hier eure Schriftart noch ändern. Es gibt zigtausende von Schriftarten. Ihr könnt sie euch kostenlos im Internet runterladen, beziehungsweise viele kostenlos runterladen. Ich versuche euch mal einen Link unten reinzupacken, weil ich habe zum Beispiel diese Schriftart mir runtergeladen. Ich habe mir diese Schriftart runtergeladen. Also ich habe hier fast alle vom Internet runtergeladen und ich suche mir jetzt mal kurz eine aus. Die sieht doch geil aus. Die nennt sich Prometheus. Alle, die den Film gesehen haben, müssten wissen, warum. Weil hier vorne dieses D, also diesen Strich von dem D, abgeschnitten worden ist. Hier auch, hier beim M auch. Hier, oh Gott, das war es eigentlich. Doch genau, hier noch beim E. Also das ist diese typische Prometheus von dem Film. Schriftart und ich finde die ziemlich geil. Und das Weiß passt mir jetzt nicht so gut, deswegen swap ich hier jetzt wieder runter, gehe auf Stil, wähle die Farbe aus, die ich haben will, ich sag mal so ins bläuliche, lilaliche, so. Dann könnt ihr einfach hier den Clip wieder nehmen, beziehungsweise die Schrift, und zieht sie einfach auch bis zum Ende. Als Intro, beziehungsweise zum Einfaden,
nämlich dieses Glitch-Zoom-Tool oder Glitch-Effekt und lege ihn einfach über das Video. Und jetzt seht ihr schon, wurde schon was gemacht. Ich zoome wieder hin, gehe an den Anfang und hier seht ihr schon den Effekt. Zack. Gut, mein PC rendert gerade noch, deswegen läuft es jetzt gerade nicht so flüssig. Ich mache das dann meistens noch, den Glitch-Effekt. Der Glitch ist ja einfach nur der Übergang sozusagen oder so ein Effekt, der ziemlich geil aussieht. Schauen wir mal, ob es jetzt klappt. Ja, zack. Ja, sieht schon besser aus und am Ende ist es automatisch auch schon wieder drin. Das heißt, am Ende fadet der Text bzw. euer Name dann, wenn ihr den eingefügt habt, einfach wieder aus. Und das war's eigentlich. Genau, dann gehe ich hier einfach oben auf Bereitstellen, Datei exportieren, kurz warten. Seht ihr hier die Größe schon, 4,29 GB, ist schon ziemlich groß und ihr müsst den Videocodec H264 oder H264 auswählen, weil er einfach für YouTube geeignet ist. Das heißt, einfach hier auswählen, hier oben natürlich Video und Audio. Hier bräuchte ich zum Beispiel nur Audio, aber das ist, ja, macht keinen Unterschied jetzt. Dann gehe ich auf Weiter. Wir nennen das Ganze Bounce Mix Dienstag zum Beispiel, nenne ich das, weil ich dann weiß, der Mix kommt am Dienstag on. Oder zum Beispiel, also der wird jetzt am Mittwoch onkommen. Das heißt, ich nehme jetzt den Text und lösche ihn und schreibe einfach Mittwoch rein. Gehe auf Sichern und genau, dann lädt der runter, beziehungsweise rendert der das Video und dann lade ich das auf YouTube hoch und am Mittwoch ist der dann online. Es gibt natürlich 10.000 andere Arten, wie man ein Video bearbeiten kann oder mit welchem Programm. Wie gesagt, ich arbeite mit Final Cut, ist für mich ein super, ja, Programm. Ich habe ein Apple MacBook, also MacBook, und da ist das Programm einfach super angepasst. Es gibt natürlich auch After Effects schneiden viele oder Sony Vegas. Warum soll ich jetzt extra nochmal Geld ausgeben, wenn ich hier schon Final Cut habe? Also ich habe es mir auch gekauft und ich bin super zufrieden. Es gibt viele Effekte, diese, ja, wie sagt man da, von den Vlogs, wenn man dreht, gibt es hier so Überblendungen. Dann gibt es verschiedene Arten von Überblendungen und die kann man sich auch übers Internet einfach runterladen, beziehungsweise ihr könnt auch das einfach mal in YouTube eingeben und dann wird euch schon gezeigt, hey, frei zur Verfügung gestellt oder manche kosten auch. Ich habe auch für welche schon gezahlt, aber darum geht es heute gar nicht, sondern ich wollte euch einfach nur mal kurz zeigen, wie ich denn so einen Mix bearbeite. Das war's mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, gebt mir wieder einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal und dann sehen wir uns zum nächsten Video. Bis dann und Peace!